Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Es geht weiter. Ja, es geht weiter. Wir haben uns in der letzten Folge gottlos verfahren, glaube ich. Weil, na, warte mal. Hier ist wieder ein Unterwassertempel. Wo sind wir, Alter? Wo zum... Warte mal. Ey Leute, ich check gerade gar nichts, wo wir sind, was wir machen. Auf welcher Insel wir gerade sind. Hier sind überall Unterwassersachen. Wir gehen jetzt mal kurz zu dem Tempel hin. Der hat keine Wand, ne? Das kommt mir trotzdem immer bekannt vor. Das heißt, wir drehen jetzt mal ab und fahren in die Richtung weiter. Weil ich weiß for real nicht, wo wir sind. Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber da können wir ja mal runtertauchen hier. Ne, das sind lauter solche Affenköpfe, da gehe ich jetzt nicht hin, ist mir zu blöd, sag ich dir ganz ehrlich. Über den Seeweg könnten wir es halt trotzdem schaffen, irgendwie wieder zurückzukommen. So, was haben wir hier? Haben wir nochmal irgendeinen Dungeon? Ja, warte mal. Ich check's nicht, Alter. Wieso haben wir so viele Unterwasser-Dungeon hier? Alter, bleib mal weg, Kollege. Verpisst euch mal. So viele Unterwasser-Dungeon. Das ist echt heftig. Ja, allein hier waren es zwei, dann haben wir bei uns nochmal zwei. So, was haben wir hier? Ist auch ein Dungeon. Fakt ist, ich habe keinen Plan, wo wir sind, wo wir hin müssen, in welche Richtung wir müssen. Ich habe keine Ahnung. Was ist hier oben? Ist das jetzt wieder ein Dorf? Aber das ist doch jetzt das alte Dorf, dasselbe Dorf wie gerade eben, oder? Wo wir gestartet sind. I mean, yes. Ich sag's euch, wie es ist. Wir müssen dahin. Wir brauchen Essen. Wir könnten schlafen. Wir könnten uns sammeln und dann mal klar denken, wo wir hin müssen. Weil ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wo ich hin müsse. Ich weiß es nicht, Alter. Ich weiß es auch nie. Ich muss schauen, jetzt irgendwann in den nächsten halben, dreiviertel Stunde, Stunde, wann irgendwann die Leute eintrudeln. Warte mal, ist das ein neues Dorf? Nein. Mann, lass mich rein jetzt. Nee, ist kein neues Dorf. Ich habe keine Waffe, ich habe nichts. Lass mich schlafen, Alter. Da ist dieses schwebende Netherportal. Daran kann ich mich erinnern, dass wir da mal dort waren. Das heißt, wir müssen dann trotzdem irgendwie in die Richtung, oder? Was los, Alter? Was los? Dann halt nicht. Karotten. Ey Leute, wir gehen jetzt dann mal in die Richtung weiter.
Das Haus können wir noch mal rein. Aber da ist sogar noch was drin, ey. Auf der Suche nach Heimat, ohne Plan, ohne Weg. Ach Gott. Ey, im schlimmsten Fall müssen wir uns einfach neu niederlassen. Oder wir fallen einfach vor Bäumen und sterben nochmal elendig. Ich sag. Fuckt mich das ab, dass ich nicht weiß, wo wir hin müssen. Ja, doch hier rüber eigentlich. Sinn macht in die Richtung oder in. Warte mal. Ja. Weil die Sonne geht hinterm Haus auf. Das heißt. Das Haus muss irgendwo in die Richtung stehen, weil die Sonne ja so hinterm Haus hochgeht. Oder? Ey, wir schauen einfach weiter. Wir haben noch 2 Folgen Zeit. Und dann können wir nächste Woche immer noch entscheiden, ob wir uns neu niederlassen irgendwo und alles aufgeben, was wir bis jetzt erreicht haben. Und quasi von Null anfangen. Irgendwann finden wir es vielleicht wieder auf einer Expeditionsreise. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht kommen wir jetzt der Sache ja näher. Vielleicht aber auch nicht. Einfach mal in die Richtung jetzt. Und schauen, was passiert. Nein, hier war gerade irgendein Insta-Post von Edo-Mods und ich habe da aber aus Versehen weggeklickt. Mal, jetzt finde ich die Scheiße nicht mehr. Hört ihr das im Hintergrund? Wir haben Flexen, der Nachbar. Heute früh irgendwann um 9 kam der Bagger angerollt, Alter. Ich hab gedacht, ich dreh durch. Hier ist übrigens ein Wrack. Das können wir ja auch mal ausbeuten. Diese Berge sagen mir halt gar nichts, ne? Ich glaube, wir sind komplett falsch. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht. Wir sterben, wir sterben. Ich musste das abbauen, weil sonst kommen wir da niemals lebendig rein und raus. Geil. Wir müssen noch mal raus. Wir müssen kurz klarkommen und dann können wir das Zeug plündern. Also. Gucken wir hier nochmal runter. Hier ist noch eine Kiste.
Schatzkarte und Papyrus. Alle. Nice. Vielleicht ist hier, hier sind große Berge. Wir waren ja immer von großen Bergen umschlossen. Vielleicht ist das ja unsere Heimatrichtung. Freunde. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht dran, dass sie das ist. Es ist so hart gearscht, Alter. Ey Leute, ich glaube, dass wir. Wir schwimmen mal in die Richtung. Ja, das schaut nicht aus. Ah, Dschungel? Schwer zu sagen, ob das unsere Heimat ist. Wobei es könnte sein, ne? Ey, wenn wir richtig lag. Ey, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Dorf hier ist unser Heimatdorf. Ey, Digga. Stell dir vor, wir hätten es nie wieder nach Hause geschafft. Oh Gott, erstmal in die Hut und Spawnpunkt setzen. Was ist eine Wirpilzrute? Ey, weil wir brauchen eine Wirpilzrute. Jetzt fahren wir in die Richtung. Dann ist das ja die Richtung nach unten. Keine Ahnung. Damit befasst man es mal anders. Ich suche jetzt mal, was eine Wirrpilzrute ist. Das sind diese blauen Pilze. Boah, da haben wir bestimmt einen. Mit einer Wirrpilzrute kann man nämlich diesen Schreiter in der Lava bewegen. Wir bräuchten eigentlich auch noch eine Leine, dass wir den irgendwie. Das mit der Schatzkarte, das werden wir uns irgendwann mal anschauen. Mal schauen, ob wir Pilze haben. Immerhin sind wir jetzt erstmal wieder in der Hut. Also. Sortieren wir uns mal die Gesamtsituation hier auf. So, Emeralds. Kohle.
Eisen, Ingot. Holz, Holz. Das können wir auch mal mitnehmen, das ganze Glas schreiben. Wir gehen in der nächsten Folge nämlich mal rüber zu den. Das ist ein Karmesinpilz, das ist kein Wirrpilz. Okay. Kriegen wir aber hin. Aber in der nächsten Folge gehen wir dann erstmal rüber ins zum Villager Dorf. Und werden dann vielleicht ein bisschen versuchen zu handeln mit irgendwas. Halt Papier brauchen wir. Können noch den Ton, mehr Ton werden wir nicht brauchen. Mal gucken. Stroh können wir mitnehmen zum Handeln. Aber das mehr Karotten und Kartoffeln können wir auch mal mitnehmen. Weiß ich nicht, was wir jetzt da drüben alles haben. Kohle können wir noch mitnehmen. Wir sind erstmal durch, ne? Dann, wenn es euch gefallen hat, like, abonnieren, kommt, denn ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Nächste Folge geht es dann weiter. Bis dahin. Peace out und ciao.